Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen aus Kabine 7314 auf AIDA Sol. Das ist eine Innenkabine für zwei Personen. Ich persönlich finde Innenkabinen gar nicht so schlecht. Auch wenn man natürlich sagt, es ist super, einen tollen Blick nach draußen zu haben, einen Balkon zu haben. Aber die Innenkabine hat den Vorteil, dass sie richtig schön dunkel ist. Ja, und was diese Kabine sonst noch so zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Gar keine Frage, das ist hier der kleinste Kabinentyp, den es gibt auf AIDA Sol. Und dementsprechend ist die auch nur für Leute geeignet, die sagen so, Mensch, ich will mich hier nur zum Schlafen aufhalten. Ansonsten bin ich überall auf dem Schiff unterwegs. Ja, das ist natürlich so, dass die Aufenthaltsqualität hier in so einer Kabine nicht so groß ist, weil man hier letztlich idealerweise nur zum Schlafen ist, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, schlafen schön im Dunkeln auf diesen beiden Betten. Ja, hier mit dem typischen Baldachin. Keine Steckdosen neben den Betten, das hat man damals noch nicht so gemacht. Zwei, ja, so Nachttisch-ähnliche Konstruktionen, so würde ich es mal nennen. Das bedeutet aber auch, dass man die Betten nicht auseinanderstellen kann. Oder man könnte sie schon auseinanderstellen, aber dann müsste man sie ganz anders stellen. Dann müsste man irgendwie ein Bett hier irgendwie so quer oder so stellen oder so. Das dürfte vielleicht dann gerade so funktionieren, oder man würde dann dieses Bett da an die Wand schieben, so, das könnte funktionieren, ne? Aber das ist ja nicht alles so optimal. Also idealerweise ist man hier mit einer Person, neben der man auch gerne direkt liegt. Hier ist eine Verbindungstür. Wenn man die Kabine nebenan auch gemietet hat, dann kann man da reingehen in die andere Kabine. So, hier ist einmal ein Regal, dort befindet sich das Wasser, das inklusive ist, wenn man einen AIDA Premium-Tarif gebucht hat, 2 Flaschen am Tag. Ansonsten kosten die Flaschen 2,50 Euro. Wichtig ist aber, man sollte die Flaschen auch angebrochen haben, sonst werden sie nicht ausgetauscht oder sonst werden sie nicht um neue ergänzt. So, hier sind einmal in Corona-Zeiten Masken und dann hier einmal Tücher. Ja, also an Platz würde ich sagen, mangelt es nicht. Hier nochmal ein Regal. Ein relativ kleiner Fernseher, ja, also wenn man jetzt hier auf dem Bett liegt, so, dann muss man fast schon ein Fernrohr mitbringen, wenn man da was sehen will. Oder aber man muss bessere Augen haben als ich. So, das ist dann einmal das Telefon, dann 2 Steckdosen, eine Fernbedienung und hier eine Schublade mit dem Föhn. Ja, hier ist dann einmal, wenn man eine Postkarte schreiben will, falls man das überhaupt heute noch macht, kann auch eine WhatsApp schreiben, kann man sich da dann hinsetzen. So, ein Spiegel. Und dann hier vorne einmal der Schrank mit jede Menge Platz auch, also für 2 Personen überhaupt gar keine Frage. Hier sind einmal Bademäntel drin, dann habe ich dort unten Badetücher und dann habe ich ja gemütliche Decken bzw. kuschelige Decken, um mich gemütlich irgendwie an Deck zu legen, wenn es kälter ist. Die Wäsche kann ich abgeben hier in so einem Beutel, das kostet dann extra. Und hier befindet sich der Safe. So, dann hier einmal weitere Schrankfläche. Mit genug Bügeln, so diese Bügel kann man hier auch bequem abnehmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man diese Konstruktion hat, wo man dann den Bügel hier oben in irgendwas wieder reinfädeln muss. Mega nervig. Ja, und hier ist dann einmal, sind dann einmal die Rettungswesten. Und das kenne ich ehrlich gesagt noch nicht hier. Personal Survival Kit. Das ist ja interessant. Also wer weiß, was es damit auf sich hat, der schreibt das bitte gerne mal in die Kommentare, denn das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht Crew oder was untergebracht hat zwischenzeitlich und das ist gar nicht für Gäste, ich weiß es nicht. So, da ist noch Platz und dann gucken wir auch nochmal ins Bad. Hier ist einmal die Temperatur zu verstellen, Klimaanlage kann ich nicht abschalten. Und hier ist das Bad mit einer schönen Duschkabine, dort mit Shampoo, Duschgel. Ja, hier auch nochmal jede Menge Platz, also das ist wirklich so, dass es an Regalplatz hier nicht mangelt. Und dann haben wir hier das Waschbecken, hier auch nochmal Platz, 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 also so viel kann man gar nicht mitbringen. Zahnputzbecher und hier Seife. Ja, ganz nett finde ich auch hier diese Zettel, ne, die einen dazu ermuntern sollen, dass man sich wie zu Hause verhält, dass man eben nicht reflexartig nach der Benutzung, weil man irgendwie auf einem Schiff ist, das Handtuch dann auf den Boden schmeißt und sagt so, na, das wird ja Neues gebracht, sondern man sagt halt wie zu Hause, ich meine, wie oft benutze ich zu Hause ein Handtuch und das möge man doch hier auch machen. Ja, also das ist sicherlich eine sehr, sehr, sehr gute Anregung. Aber klar, Umweltschutz ist eben wichtiger noch denn je. Mülleimer, ja, und das ist dann eigentlich hier schon aus der Innenkabine gewesen.
Wer nun sagt so, okay, ich entscheide mich für den günstigsten Kabinentyp auf Aida Sol, dann klickt gerne mal auf die Angebote, dann könnt ihr die mal checken und auch direkt buchen. Und ja, gebt gerne auch einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!